Chegodev. Ich grüße euch ganz herzlich zu dem besonderen Anlass. Seit letzter Nacht haben wir Krieg in Europa. Die Russen sind in der Ukraine einmarschiert. Und beabsichtigen, die Ukraine zu besetzen. All die vielen Bemühungen von unserem Bundeskanzler, von all den Staatsoberhäuptern, hat nichts gebracht. Hat Putin nicht dazu bewegt, eine diplomatische Lösung zu finden, um den Krieg, die Besetzung der Ukraine nicht zu tätigen, nicht zu machen. Das ist nicht so ganz ohne, weil die Ukraine gehört nicht zur NATO, aber dennoch ist die Ukraine dem Westen sehr nahe. Auch dort herrscht die Demokratie, was man von Russland nicht sagen kann. Und was wir jetzt alles in den Medien hören über die Bemühungen im Westen und die Bemühungen auch von der Ukraine, damit klarzukommen, ist enorm. Es wird gesagt, dieser Tag heute, der 24.2., ist der schlimmste Tag nach dem Zweiten Weltkrieg. Aber von unserer Seite aus, von all den Menschen, die spirituell sind, die den Weg der Stille gehen, den Weg der Wahrheit gehen, hat auch dieser Tag eine besondere Bedeutung. Weil wir sind alle miteinander verbunden. Keiner von uns ist in Isolation. Und so sind wir auch mit den Menschen, den Leuten von der Ukraine verbunden. Die sind nicht alleine, wir sind mit ihnen und sie sind mit uns verbunden. Wir leben nicht getrennt. Auch wir sind mit den Russen verbunden. Selbst mit unseren größten Feinden sind wir verbunden. Und es macht keinen Sinn, in unserer Betrachtung hier eine feindselige Haltung den Russen gegenüber einzunehmen oder anderen gegenüber einzunehmen, weil das hilft nicht, um Frieden zu erfahren, um Frieden in sich selbst zu erfahren. Wir können nur Frieden in uns erfahren,
wenn wir auch in Frieden mit allen anderen Menschen sind. Egal, ob es Feinde sind, ob das Freunde sind, ob das Gegner sind. Wir verringern die Lebensqualität nicht dadurch, oder wir können sagen, wir dadurch, dass wir eine Familie sind und jedes Familienmitglied möchte, dass es den anderen Familienmitgliedern gut geht, dass sie auch in sich den Frieden erfahren. Und wenn jeder den Frieden in sich erfährt, dann erfährt er auch den Frieden im Äußeren. Und so ist, können wir jetzt gerade in dieser Situation, wo die Russen die Ukraine angreifen, können wir gerade in solchen Situationen in uns hineinspüren und fühlen unsere Sympathie und unsere Liebe und unsere Hingabe zu den jetzt den Menschen, die in Not sind, die im Leid sind, dass wir die in unserem Herzen spüren und fühlen und ihnen dadurch Kraft und Zuversicht zukommen lassen. Es macht für spirituelle Leute überhaupt keinen Sinn, insbesondere auch jetzt in dieser Situation, die Haltung zu haben, was interessiert mich das? Es gibt nur das Absolute und das Absolute kennt keinen Krieg. Das Absolute kennt keine Feinde. Das Absolute, das macht nichts. Die Aussagen sind nicht verkehrt, aber wir alle sind ein Ausdruck, eine Erscheinung, ein lebendiger Ausdruck dieses Absoluten oder dieser Stille. Und das ganzheitliche Leben bezieht sich immer darauf, dass wir das Leben, wie wir es erfahren, an der Oberfläche der Erscheinung, das sind alles Erscheinungen, natürlich sind alles Erscheinungen des Absoluten, aber das Leben, das wir haben hier auf der Erde, wird getragen von dem Absoluten. Und wenn wir in uns selbst erkennen, was die Wahrheit ist, die Wahrheit ist nur das Absolute, aber wenn wir das realisieren, dann drückt sich das auch in unserem Leben aus, indem wir in unserem Herzen, in unserem Gefühl den Frieden spüren. Und um diesen Frieden, den wir im Herzen tragen und fühlen, darum geht es, gerade in solchen Situationen, wie es jetzt in der Ukraine ist, dass wir diesen Frieden, diese Liebe und Hingabe spüren und uns verbunden fühlen mit jedem einzelnen Menschen, mit jedem Kind, mit all den Erwachsenen, mit all den alten Leuten, mit all den Menschen, die jetzt wirklich in Bedrängnis sind und in der Not sind und nicht wissen, wohin sie gehen sollen und was sie machen können und wie sie aus dieser Kriegssituation herauskommen, dass wir jetzt gerade in dieser Zeit all den lieben Menschen Hilfe schicken. Ich selbst war mal für ein halbes Jahr etwa in der Ukraine. Allerdings nicht so lange, die meiste Zeit war ich auf der Krim und
Ich habe die Menschen in der Ukraine und auf der Krim persönlich kennengelernt. Und ich war zutiefst beeindruckt von den Menschen, wie familiär und wie dieser Familienverbund dort ist. Sie sprachen alle Russisch, das war so die erste Fremdsprache. Ich habe da sogar ein bisschen Russisch gelernt, aber tief beeindruckt hat mich das, wie die Leute, die nicht viel Geld haben, wie die durch ihre Gastfreundschaftlichkeit und so mit ihrem Leben so untereinander zeigen, welche Liebe sie in ihrem Herzen tragen. Ich hatte kein festes Zuhause, ich wohnte in so einer Gartenlaube für einige Monate und da kam immer eine Familie, die einen kleinen Garten hatten und die haben mir immer Früchte gebracht oder frisches Gemüse gebracht aus ihrem Garten, weil sie dachten, ah, ich bräuchte das und haben mir dann noch angeboten, bei ihnen zu wohnen und zu leben. Die hatten nur eine kleine Zwei-Zimmer-Wohnung. Aber ich habe auch gesehen, wenn da Geburtstage waren oder andere Familienfeste waren, wie die miteinander umgegangen sind und wie großzügig und liebevoll sie miteinander waren. Selbst im Sommer, in den Sommerferien, da kamen immer viele Leute so aus Russland auch, Freunde, und haben da gewohnt in der Zwei-Zimmer-Wohnung. Da waren manchmal 8, 9 oder 10 Leute, die dann untereinander, miteinander in dieser kleinen Wohnung gelebt haben. Krim war ein Anziehungspunkt, nicht? Black Sea, das Schwarze Meer, dass viele Leute da immer kamen zum Urlaub. Und ich habe die alle in die Meditation eingeführt. Die waren alle sehr interessiert. Das war ja auch meine Aufgabe damals, als ich in der Ukraine war und auf der Krim, Leute in die transzendentalen Meditation einzuführen. Und das war so wunderschön, weil die Leute so nach Natur verbunden sind und so im Einklang mit dem Leben waren und so in der Liebe waren. Diese Gedanken kamen heute, insbesondere heute, weil ich dann die Nachrichten hörte um 12 Uhr, dass jetzt da tatsächlich Krieg ist. Und was ja schon länger befürchtet wurde, aber das ist jetzt Tatsache geworden. Das hat mich zutiefst berührt. Und da kommen mir jetzt auch gerade diese Gedanken auf, wo ich jetzt mit euch hier in Verbindung bin, dass das so liebe Menschen sind. Ich habe nur gute und herzensberührende Menschen da kennengelernt. Und bedauere natürlich selbst aus meinem eigenen Blickwinkel jetzt das, was da passiert. Und ich denke immer so, wie ihr sicherlich auch mitbekommen habt und wisst, dass ich immer im größeren Rahmen denke und auch in Verantwortung denke, dass wir alle etwas dazu beitragen können, dass die Welt in Ordnung ist. Dass wir nicht das, was wir jetzt gerade wieder erfahren in der Ukraine, dass sowas gar nicht aufkommt. Und hat jeder Einzelne trägt ja dazu bei, dass Kriege entstehen. Das ist nicht so, dass wenn jetzt dann Ukraine Krieg ist und die Russen da verstärkt einmarschieren, dass wir da nichts mit zu tun haben. Nein, diese Aussagen von Putin, der hat ja gestern oder heute Morgen ganz starke Aussagen gemacht, da sind wir alle von betroffen. Seine Aussagen waren ja so hart und unnachgiebig, dass er sogar sagt, dass er keine Rücksicht auf
die Nation nehmen wird, wenn sie damit eingreifen würden, jetzt in die Ukraine. Das ist also, wenn Deutschland da Hilfeleistung leistet jetzt, oder die NATO, da würde Putin wahrscheinlich mit ganz anderen Dingen noch aufmarschieren. Und das ist eine Atommacht. Und wie wir bei Putin erfahren können, dem ist das völlig egal, wie die Wirtschaftssanktionen sind. Der zieht sein Ding durch auf Biegen und Brechen. All seine Versprechen oder Zusagen oder Andeutung von positiven Aussagen hat sich später herausgestellt, dass es alles Lügen sind, die nicht wahrhaftig sind. Aber wie gesagt, man muss mal gut aufpassen, muss ich auch gerade jetzt wieder, dass man nicht parteiisch wird. Auch Putin oder jeder, der so eine aggressive Handlung durchführt, hat ja auch seine Gründe. Und das heißt nicht jetzt, dass wir die Unschuldigen sind, dass es jetzt so weit kommen konnte. Wir sind da alle genauso dran beteiligt, wie jeder andere auch. Wie gesagt, wir sind eine Weltfamilie. Und jeder Gedanke, jeden Gedanken, den wir haben, ob positiv oder negativ, jeder Gedanke hat seine Wirkung. Und wenn wir selbst alle voller Wut und Ärger und Groll jetzt auch sind mit den Russen, mit dem Einmarsch, dadurch schaffen wir keine bessere Welt. Die Situation wird dadurch nicht entschärft. Deshalb sagen wir ja auch immer, Liebe heilt alle Wunden. Und der größte Feind, der kann zum größten Freund werden, wenn wir in der Liebe sind. Wenn wir in der wahren Liebe sind. Wenn wir mit uns selbst in der Liebe sind. Wenn wir selbst die Liebe sind. Wenn es keine Trennung mehr zwischen uns und der Liebe gibt, wenn wir erkennen, wir sind die Liebe. Das ist jetzt einfacher gesagt als getan. Und man kann es nicht tun. Man kann nicht so tun, jetzt bin ich in der Liebe. Man kann nur so viel Liebe geben, wie man hat. So viel Liebe, wie man in sich selbst realisiert hat. Man kann keine Liebe bekommen und sie dann weitergeben. Man kann nur Liebe in sich selbst realisieren und sie dann in dem Rahmen, wie man sie realisiert hat, weitergeben. Und der andere, der die Liebe empfangen soll oder kann, kann jetzt nur so viel von der Liebe aufnehmen, wie er entsprechend seines Bewusstseins die Liebe empfangen kann. Aber was der andere macht, wie viel Liebe er aufnehmen kann, darum müssen wir uns gar nicht kümmern. Es reicht völlig aus, wenn wir selbst in der Liebe sind und alles, das alles Geschehen, auch jetzt gerade, was da läuft, und wenn das noch so schlimm ist, noch so brutal, dass wir immer nach Möglichkeit, so gut es geht, in uns bleiben und die Liebe, die wir haben, mit der sein. Wir müssen gar nicht sagen, wir müssen da hinschicken oder die weitergeben. Das ist wie mit der Sonne. Die Sonne, die macht nichts. Aber wenn die Sonne strahlt, dann strahlt sie aus sich selbst heraus und alles wird durch die Strahlen der Sonne erhellt. Und genauso ist das für uns. Wir können so die reinsten Leuchttürme sein,
indem wir in uns selbst das Licht, das alles erhellt, erkennen, erfahren und ausstrahlen. Das alles, ihr wisst das alle, ihr wisst das alles, ist immer nur gut, wenn wir uns immer wieder gegenseitig daran erinnern, dass wir das Licht sind. Und am stärksten erfahren wir dieses Licht, wenn wir uns dem Licht zuwenden. Und selbst wenn es nur kurz ist, morgens und abends für ein paar Minuten, dass wir einfach mal die Augen zumachen und uns dem Licht zuwenden und mit dem Licht dann wieder in die Aktivität gehen. Und das können wir alle. Und ein wichtiger Punkt, ist interessant, da hat mir jemand geschrieben auf Facebook, muss ich noch beantworten, aber das passt jetzt ganz gut hier zu der Thematik mit dem Einmarsch der Russen in die Ukraine. Da schrieb mir jemand, der Maharishi, mein Meister, der hat doch immer so Voraussagen gemacht. So zum Beispiel, wie man Krieg verhindern kann. Wie man Kriege verhindern kann. Und dann ist mir, als ich diese Aussage hörte oder gelesen habe, heute Morgen, da ist mir spontan so viel eingefallen zu dem, was jetzt gerade gut passt zu der Ukraine und überhaupt Krieg. Krieg ist genauso wie eine Naturkatastrophe, die aufkommt, oder der Krieg, der aufkommt. Das ist ein Schrei der Natur. Wenn ein Volk immer so unterdrückt wird, und Spannung entsteht, oder zwischen zwei Ländern, nicht so mit Russland, NATO und Russland, wie das jetzt zum Ausdruck kommt, die fühlen sich so eingeengt, dadurch, dass die NATO immer näher kommt, nicht die immer mehr Länder wollen so in die Demokratie von den russischen Ländern, alle möchten sie auch in die NATO, wie die Ukraine ja auch, und da entsteht so ein Druck, jetzt bei den Russen und bei den Ukrainern, da entsteht der Druck, die wollen raus aus dem Kommunismus, die wollen in die Demokratie, die wollen selbstständig sein, die wollen frei sein. Und da entsteht so ein Druck. Der eine möchte den Kommunismus, der andere möchte die Freiheit. Und dieser Druck wird auch verschärft durch unsere Gedanken, wie wir so überhaupt, was ich sagte, denken. Wenn wir immer negativ denken über das Leben und über unser eigenes Leben und über unsere Beziehung und über das Geld und über unseren Beruf negativ denken und immer Probleme haben und von einem Problem ins andere gehen, das ist auch so ein Druck in uns, nicht? Es entsteht ein Druck, so wir sind nicht frei, nicht? Wir identifizieren uns mit unseren Gedanken, der Kopf, da kreieren wir unsere Gedanken, haben unsere Ideen, unsere Vorstellungen und da haben wir immer so einen Druck, nicht? Wir sind überhaupt nicht frei, nicht? Und dieser Druck, der drückt sich überall aus. Der Druck ist nicht nur in uns, sondern der Druck, den wir alle erzeugen, ob es die Russen sind oder die Ukrainer, die Amerikaner, die Deutschen, die Franzosen, die Ungarn, alle so, alle stehen irgendwo unter Druck. Und das kann dazu führen, wie es auch in den letzten anderen Weltkriegen passiert ist, dass es so zu einer Eskalation kommt. Genauso, wenn ein Vulkan auftritt, nicht wie wir es jetzt auch in letzter Zeit immer wieder reden, und da bricht so ein Vulkan aus, da ist so ein Druck in der Erde und jetzt kann dieser Druck nicht mehr aufrechterhalten werden und dann platzt er so aus allen Nähten. Das ist genauso bei uns. Wenn wir so unter Druck stehen, nicht immer alle bedrücken, so die Familie bedrückt uns, die Kinder bedrücken uns, und das Finanzamt bedrückt uns, und der Arbeitgeber bedrückt uns, und dann kommt da so ein Druck und irgendwann dann fangen wir an zu schreien und werden wütend und ärgerlich. Das ist so ein Luftmachen, so eine Auflösung, dass der Druck rauskommt.
Und genauso kann man das jetzt mit dem Krieg sehen in der Ukraine. Da hat sich schon so viel aufgestaut bei den Russen und jetzt auch bei der Ukraine, dass jetzt das und sich eskaliert. Und genauso bei uns kann man sehen, jetzt kommen wir alle so zusammen, so alle Länder, die kommen zusammen, die haben ihre Konferenzen, sie überlegen gemeinsam, wie können wir mit diesem Druck, mit dieser Eskalation in der Ukraine, wie können wir damit klarkommen? Das ist auch wieder ein Zusammenwachsen. Die wollen eigentlich auch noch eine größere Macht darstellen, indem sich jetzt alle zusammenschließen und auch so die CDU und die Grüne Partei und die Bundesregierung, nicht? Und die wollen alle zusammenwachsen, wollen eine Einheit darstellen, damit sie nach außen zeigen können, wie powerful sie sind, wie stark sie sind, dass sie Macht haben. Im Grunde genommen ist das alles Ignoranz. Alles Ignoranz. Alles Unwissenheit. Von beiden Seiten, von allen Seiten. Keiner hat wirklich begriffen, dass Krieg, das Töten, dass Militäreinsätze keinen Frieden schaffen. Das ist nur ein Muskelspiel so zwischen Ignoranten. Das ist Ignoranz. Gerade Leute, die den spirituellen Weg gehen, sollten doch wissen. Aber die sind ja nicht spirituell. Das ist ja das Dilemma. Unser ganzes Erziehungssystem, unser ganzes Ausbildungssystem, auch Militärbereich überall, in der Regierung, das ist ja alles Ignoranz. Die wissen nicht, wie die Natur funktioniert, wie das Leben funktioniert. Wenn die Natur ohne diesen Widerstand von den Köpfen, so von den Gedankenschleifen, wie die Leute alle haben, von diesem Ego. Wenn das Ego nicht da wäre, dann würden wir alle miteinander in Liebe, Harmonie, alles, was wir immer so schön sagen, das würde in der Praxis da sein. Weil die Natur, die veranstaltet keinen Krieg, die Natur tötet nicht. Das Leben tötet nicht. Das ist nur, wenn die Menschen sich von ihrer eigenen Existenz, von ihrem eigenen Selbst, das, was sie sind, getrennt haben. Wenn sie vergessen haben, wer sie sind, dann kommt diese Ignoranz, diese Unwissenheit ins Spiel. Und das, was diese Ignoranz uns zeigt jetzt, ist einfach Krieg. Nee, Krieg ist die größte Form von Ignoranz, die größte Form von Unwissenheit. Und wenn diese Ignoranz so groß ist, diese Unwissenheit so groß ist, ja, dann kommt es zur Zerstörung. Das erleben wir in unserem eigenen Leben, wenn wir nicht wirklich in Harmonie, in Liebe mit unserem Körper, mit unserem Geist, mit unserem Partner, mit unseren Kindern umgehen. Ja, was haben wir denn? Dann haben wir Krieg in der Familie. Und das ist genau das Gleiche, was wir jetzt erfahren, nicht? Russland, Ukraine, haben wir Krieg, weil das Herz nicht da ist, weil die Liebe nicht da ist, weil man nicht miteinander umgehen kann. Das ist jetzt so weit gegangen, dass man nicht miteinander sprechen kann. Man hat versucht zu sprechen, aber wenn die eine Seite, jetzt Putin, nicht in der Lage ist oder nicht möchte zu sprechen, ja, dann kann man so viel reden, kann die eine Seite so viel reden, wie sie will, aber es kommt nicht zu einem
gemeinsamen Nenner, wo man sich einig wird und sagt, ja, wir wollen in Liebe und Harmonie miteinander sein. Jeder würde lachen, wenn sie das Wort Liebe und Harmonie hören, weil die Ignoranz kennt keine Liebe und kennt keine Harmonie. Ignoranz will immer kämpfen, immer die erste Geige spielen. Das ist Ego, reines Ego-Gehabe, wenn Kriege entstehen. Der eine möchte seine Muskeln zeigen und sagen, ja, ich bin viel stärker. Und da kommt die Drohung, nicht? Ich habe eine viel stärkere Militärmacht als du. Und ich habe die Atomkraft bei mir zu Hause. Wenn du nicht parierst, nicht, dann werde ich einfach eine Atombombe zünden. Und dann wirst du schon sehen, was du davon hast. Ja, das sind alles Muskelspiele, das ist alles Ignoranz, alles Zerstörung. Und das geht so weit, dass die Ignoranten sich selbst zerstören. So wie es in Islam, bei den Islam kennen, nicht? Die bringen sich selbst um, die nehmen eine Bombe oder einen Zeitzünder mit, binden sich am Körper und lassen sich dann mit in die Luft jagen. Das ist so eine Ignoranz, so eine Dummheit, die niemandem hilft. Wir können keine Frieden finden durch Ignoranz, keinen Frieden durch Waffen, keinen Frieden durch Kampf. Gar nicht möglich. Also jetzt komme ich nochmal zu dem Punkt von dem guten Mann, der mir geschrieben hat heute Morgen auf Facebook. Und das ist, klingt für mich jetzt, wenn ich das so sage, also für mich ist das so konkret, was ich sage jetzt, aber für dich, wenn du dich nie mit dieser Thematik beschäftigt hast, wirst du wahrscheinlich gleich sagen, ich spinne. Das ist eine Utopie, das gibt's nicht. Aber ich sage euch, ich habe es über Jahre selbst bei mir am eigenen Körper erfahren, noch in meinem Geist, dass es funktioniert. Und es funktioniert. Und ich sage euch Folgendes, 1972 habe ich mit der Meditation angefangen. Mit der transzendentalen Meditation. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, auch keine Idee, was die Meditation bewirkt im Großen oder auf andere Leute, auf soziale Verhalten oder auf Weltkrieg. So, und, aber ich hörte immer wieder, dass diese Meditation Kriege verhindern kann. Du wirst jetzt wahrscheinlich den Kopf schütteln. Das habe ich damals auch gemacht, aber ich bin da so reingeschlittert. Da war 1973, 1974, wo ich überhaupt noch keine Ahnung hatte von dem, was richtig meditieren ist und so. Ich habe einfach nur meditiert und so und habe natürlich den Anweisungen meines Lehrers gefolgt. Und es war einfach eine Sache für mich selbst, aber nicht so eine Sache, die auch eine Wirkung auf andere hat. Und dann kam ich aber in Kontakt mit der TM-Organisation und dann wurden da ganz viele Aktionen gestartet für 10 Städte. Da gab es in Deutschland 10 Städte und die nannten sich dann so die 1%-Städte. Da wurde eine Aktion durchgeführt, um zu beweisen, dass wenn man meditiert, wenn man zu sich selbst geht, so in die Stille kommt, dass das einen Einfluss auf andere Leute auch hat. Ich habe das zwar immer gespürt, wenn ich mit jemandem zusammen meditierte, dass meine Meditation besser wurde, dass ich eine viel, viel tiefere und ganzheitlichere Meditation hatte. Und das kann jeder heute auch erfahren. Sobald man mit 1, 2, 3 oder 4 Leuten zusammen sitzt, meditiert, dann merkt man, die Meditation wird intensiver, die wird stärker, weil diese Verbindung da ist. Wir sind nicht in Isolation, wir sind alle miteinander verbunden. Ob du mit deinem Partner zusammen bist und mit deinen Kindern, ihr seid immer miteinander verbunden. Und wenn ihr jetzt zusammen meditiert, dann unterstützt jeder den anderen in seiner Meditation. Das heißt, da geht so eine Schwingung, die im Allerfeinsten in der Transzendenz ist, eine Schwingung, die ist ewig, die wird aktiviert, wenn man meditiert und selbst auch transzendiert. Und dadurch kann man zum Beispiel das Familienklima verbessern, verstärken,
dass das Leben leichter wird. Vorher Streit war, Ärger, Krankheit, all diese Dinge, Probleme, die werden jetzt in der Familie dadurch aufgelöst, wenn, da muss nicht jeder meditieren. Das reicht aus, wenn man mit der Papa abends, morgens und abends meditiert oder die Mama oder beide zusammen. Aber wenn man zusammen meditiert, ist es stärker. Aber das ist so ein kollektives Familienbewusstsein, was entsteht, wenn jetzt ein oder zwei Menschen in der Familie meditieren. Und das hat man jetzt angewandt auf diese 10 Städte, dieses Gedankenkonzept, was ich erstmal nur sage, aber das ist total praktisch. Und dann hat man festgestellt, dass in all den Städten, und dadurch sind diese 10 Städte entstanden, wenn in einer Stadt mehr als 1% der Bevölkerung meditiert, hat diese 1% eine Wirkung auf all die anderen Leute. Angenommen, 100 Leute sind da oder 1000 Leute sind da und 1%. Wenn man 100 Leute hat und dann meditiert also einer, 1% von den 100, dann sind diese 99 Leute damit verbunden mit dieser einen Person. Und dadurch, dass diese eine Person so eine absolute Ordnung in sich schafft, bewirkt das, dass diese Ordnung, diese Person jetzt erfährt, sich auf die anderen 99 Leute überträgt. Und das jetzt auf die Stadt, da muss man gucken, wie viele Einwohner da sind und wie viel 1% ist. Und da musste immer 1% erreicht werden. Und das ist ein Schwellenwert, 1% von einer Stadt. Schwellenwert heißt, wenn jetzt 1% von einer Stadt meditiert, dann wird dieser negative Trend von dieser Stadt neutralisiert, beziehungsweise all das, was negativ ist, hört auf und dadurch wird die Stadt positiv. Man hat da Messungen gemacht oder Forschung gemacht und herausgefunden, dass immer wenn 1% meditiert hat, dass die Kriminalitätsrate in der Stadt runtergeht, und dass dann die Krankenhausanweisung zurückging, dass viele Dinge, auch in der Familie, so die Streitereien und all das, was man so hat, ging runter, immer in den Städten, wo 1% der Leute meditieren. Mag alles utopisch klingen, ich sage es trotzdem, weil ich das selbst auch miterlebt habe, ich war daran beteiligt. Ich weiß zum Beispiel von der Stadt Lübeck, den Arno Kopischke, der war so Leiter in der Stadt Lübeck, und da hat mir mal erzählt, so, dass ständig die Polizei bei ihm angerufen hat, immer wenn diese 1% erreicht wurde in Lübeck und dann ging die Kriminalitätsrate runter und dann hat das Polizeirevier dann manchmal diesen Institut angerufen von dem Arno Kopischke und dann haben die gesagt, was ist denn, habt ihr wieder meditiert oder so und wir haben ja gar nichts mehr zu tun. Also das war ganz lustig, so solche Aussagen dazu hören. Aber das war so bestätigt so von all den anderen Städten jetzt, die da untersucht worden sind, dass immer, wenn 1% von dieser Stadt meditieren, das ist so ein Schwellenwert, um das zu verstehen, wenn wir Milch kochen, da brauchen wir eine bestimmte Temperatur, bis die Milch anfängt überzukochen. Vorher passiert da gar nichts mit der Milch. Man kann da, wenn man da 20 Grad hat, 30 Grad, 40 Grad, da passiert nichts. Aber wenn man, weiß ich jetzt, 90 oder wie viel Gramm man braucht bei der Milch, 95 Grad oder so, da fängt die Person, kocht über. Und genauso ist es zu verstehen mit diesem 1%-Effekt, der wird auch Maraschi-Effekt genannt, dass wenn 1% von einer Stadt, die Menschen in einer Stadt anfangen jetzt so zu meditieren, gehen in die Transzendenz, erfahren die Stille, verbreiten diese Harmonie, die sie in sich selbst erfahren. Die müssen da gar nichts machen, die können an sich selbst denken, sagen, boah, ich möchte einfach meine Kopfschmerzen loswerden oder oh, mir geht es nicht so gut und so, ich möchte besser drauf sein, möchte mehr Energie haben. Das ist ja meist der Grund, weshalb Leute anfangen zu meditieren und die meditieren dann und erzeugen diesen 1% und so passiert es. Das war sehr interessant, das Ganze, und das hat Maharishi dann auch weiter ausgebaut. Das war 1983, 84. Da war ich auch in Washington und da ist diese Idee entstanden, dass wir ein Riesenprojekt machen mit 8.000, 9.000 Leuten. Da habe ich jetzt nicht hier ein Foto, eine Zeitung, wo wir alle drauf abgebildet sind, 8.000, 9.000 Leute. Und das hat uns gezeigt, wenn
eine riesengroße Gruppe da ist, wie jetzt 8.000, 9.000 Leute, dann passiert genauso das, was in der Kleinstadt passiert ist mit 1%. Das findet ein Phasenübergang statt, wie bei der Milch, nicht dieser Phasenübergang, nicht von flüssig in Gas, nicht, oder so, dass sie so aufkocht, findet ein Phasenübergang statt. Und das konnte man weltweit untersuchen an der Börse. Weil die Börse ist immer so ein Barometer, so wie es der Wirtschaft geht. Genauso wie es jetzt heute an der Börse ist, dass das kunterbunt ist, nicht gerade jetzt durch den Krieg in der Ukraine, hat das einen riesen Einfluss auf die Börse. Weil die Negativität ist jetzt so groß und die Börse ist wie ein Thermometer, was darauf reagiert. Wie ein Kind, das Fieber hat, da geht das Fieber, die Skala, den Thermometer ist schnell hoch. Und genauso ist das, wenn in der Wirtschaft oder wenn eine Krise entsteht, gerade so wie jetzt Russland, Ukraine, wenn das entsteht, hat das eine riesen Auswirkung auf das gesamte Wirtschaftsvolumen. Und genauso dieser Effekt, den wir jetzt im Negativen erfahren, können wir auch im Positiven erfahren, wenn wir eine Gruppe haben von 8.000 Leuten. Besser noch, wenn man in mehreren Ländern große Gruppen hat. Und diese Gruppen, die machen gar nichts weiter, die machen einfach nur die Augen zu und praktizieren dieses TM-Programm oder das TM-City-Programm. Und dann kann man schon nach kurzer, direkt, unmittelbar, nicht morgen, übermorgen, sobald dieser Schwellenwert, nicht dieser Wert, wo es von dem Negativen zum Positiven, wo dieser Übergang stattfindet, wenn dieser Effekt stattfinden kann, kann man sofort erkennen, dass es wirkt in den äußeren Anzeichen. Ich weiß, in der Ukraine sind jetzt auch, da hatten auch von der TM-Organisation, da hat jetzt die Ukrainer, die haben sich ein großes Hotel gemietet, jetzt vor ein paar Tagen. Und da sind viele Leute jetzt zusammengekommen, und das reicht nicht aus, die sind zusammengekommen, um diesen Marischi-Effekt zu erzielen. Das heißt, dass dieses, was da jetzt so gerade läuft, dass man das abwendet. Man kann das sofort abwenden, wenn man eine genügende Gruppe hat. Die Aussagen von Marischi, die stimmen alle, nur wenn die Voraussetzungen dafür nicht gegeben sind, nicht? Und dann muss die Regierung mitspielen, nicht? Dann muss die Regierung sagen, ja, wir probieren es doch einfach mal aus, so eine Gruppe, nicht mit 8.000 Leuten oder 10.000 Leuten, und die setzen wir an einen Platz. Das ist ein Bruchteil von dem, was es kostet, was die am Militär ausgeben. Was Milliarden von Beträgen in die Waffen, die da produziert werden, in die ganzen Menschen, die ganzen Soldaten, die da finanziert werden müssen. Da wird Unmengen Geld verschleudert für nichts und wieder nichts, wodurch Kriege denn entstehen können. Wobei es so einfach wäre, wenn man unser Bewusstsein, unser reines Bewusstsein, was wir alle haben, wenn wir das nutzen würden, um solche Katastrophen, wie wir jetzt erleben, in der Ukraine, in Russland und auch in der ganzen Welt, weil wir sind alle davon betroffen, wir wissen ja auch nicht mal, wie das Ausmaß sein wird, aber das könnten wir alles mit einem Schlag eliminieren. Aber es glaubt kein Mensch. Ich glaube, alles, was ich hier sage, das glaubt kein Mensch, nicht, oder nur wenige. Ich meine, ich kann das, diese Ungläubigkeit kann ich sogar verstehen, weil wenn man nicht diesen Weg gegangen ist, so wie ich es ja auch gegangen bin, nicht, ich war hautnah mit Marischi zusammen über lange Zeit so, nicht, und weiß, welche Macht und welche Kraft Marischi hatte, auch in seinen Aussagen, und das für mich hat das alles gestimmt, so nicht. Manche Leute, auch die Meditierenden, auch die TM-Meditierenden, sagen, ah, das stimmt nicht, das ist eine Lüge und so nicht. Ich glaube, ich weiß gar nicht, was die da erzählen. Und ich habe immer wieder festgestellt, Leute, die negativ über die TM sprechen oder über Marischi oder Organisation, das kann man noch dahergestellt lassen. Das Entscheidende ist ja unser Bewusstsein, was wir in uns entwickeln. Und da sind alle Voraussagen, die Marischi gesagt hat, für mich also eingetroffen, bei mir persönlich. Und deshalb könnt ihr meine ganzen Videos über all die Jahre, wo ich immer darüber gesprochen habe, könnt ihr nachsehen, nachschauen. Ich bin da keinen Millimeter von runtergegangen. Das mache ich nicht, weil ich da
Weil manche Leute sagen, Peter, ja, du bist hast die Gehirnwäsche gehabt oder glaubst, dass Maharishi, was der gesagt hat oder so. Nee, ich habe das, was Maharishi gesagt hat und was ich auch in der vedischen Literatur wiederfinde und das, was Buddha sagt und was Jesus sagt, Himmelreich auf Erden oder das Himmelreich Gottes verwirklichen, so, das habe ich bei mir selbst, dadurch, dass ich das TM-Programm immer gemacht habe, in mir selbst erkannt und realisiert und finde dadurch die Aussagen von Maharishi bestätigt. Ist mir egal, wie negativ oder wie abgründig manche Leute darüber sprechen oder denken, dass jeder trägt selbst die Verantwortung über sein Denken und Fühlen. Das soll jetzt keine Bedrohung sein. Das Leben ist Bliss, das Leben ist schön. Darum geht es, aber es ist auch toll, wenn man in sich selbst die Wahrheit realisiert. Ich bin jetzt, na gut, ich rede jetzt so von dieser Seite, aber ich akzeptiere jeden anderen genauso, der in sich selbst gegründet ist, der in sich selbst den Frieden gefunden hat und vielleicht erwacht oder erleuchtet ist. Das ist alles ganz wunderbar. Aber ich sage euch eins. Wenn jemand wirklich erleuchtet ist, weil heute nennt sich jeder Zweite erleuchtet oder glaubt, dass er erleuchtet ist, wenn nur einer, ein Mensch in Deutschland 100% erleuchtet wäre, dann würde es anders aussehen mit Deutschland. Stellt euch vor, wir hätten in jedem Land einen Erleuchteten. Dann würde das ganze Chaos, das was wir jetzt haben, Kriege und Selbstzerstörung und Umweltprobleme, das ganze Hickhack zwischen den einzelnen Leuten, auch mit unserem ganzen Hickhack, den wir haben in der Familie, Hickhack zwischen den Parteien, Hickhack zwischen den Ländern, alles Ignoranz. Die ganze Ignoranz kann ja nur existieren, wenn man nicht weiß, wer man ist, wenn man nicht die Wahrheit in sich selbst gefunden hat. Und kein Mensch will die Wahrheit hören. Jeder will die Lügen hören. Genauso hier, nicht so. Wie viele Leute hören jetzt hier zu, nicht? Die klicken gleich wieder weg, wenn sie Peter hören. Die denken ja, der redet wieder nur so vom Sein, von der Stille, vom Absoluten. Verstehe ich sowieso nicht. Darum geht es nicht. Das geht nicht um Worte, es geht nicht um Prophezeiungen, es geht nicht darum, dass man sich selbst darstellt. Es geht um dich. Kein Mensch kann sich wirklich wohlfühlen auf dieser Erde, nicht dauerhaft, wenn es auch nur einen Menschen auf der Erde gibt, der sich nicht wohlfühlt. Die reichen Länder, die denken immer nur an sich. Auf Kosten der armen Länder. Der ganze Müll, den wir hier erzeugen, der wird in die Meere geschmissen und dann oder nach Afrika transportiert, ohne Rücksicht auf Verluste. Und keiner merkt, dass er dadurch sich sein eigenes Grab gräbt. Es geht nur um Geld, 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 aber es geht nicht um Wissen, es geht nicht um Bewusstsein, es geht nicht um wirkliche, um nicht wirklich um die Liebe, nicht um das Wort Gottes. Wir graben uns alle unser eigenes Grab. Und zeigen dann mit den Fingern auf den anderen und sagen, ja, du bist schuld. Niemand ist schuld. Das, was wir erfahren, das haben wir uns alles selbst geschaffen. Gehen wir genauso. Jeden. Jeder, der irgendwas hat, nicht Kopfschmerzen, Krebs, Schmerzen hier, Schmerzen da.
hat sich das selbst geschaffen. Und dann kann man jetzt wieder sagen, ich bin aber so ein bisschen hetzerisch. Ja, es gibt kein Karma, es gibt keine Krankheit, es gibt nur das Selbst, es gibt nur das Absolute, das Selbst kennt keine Krankheiten, das Selbst hat keine Probleme. Klar, ist so. Hat das nicht. Aber die Erscheinung hier, Peter, Erscheinung, deine Erscheinung, deine Gestalt, deine Form, die ist abhängig von all den anderen Formen. Die ist abhängig von all den anderen Gedanken. Die ist abhängig von all den anderen Handlungen, weil all die Formen, auch wenn wir sagen, das ist nicht echt, das ist Maya, das ist eine Fata Morgana, kann man ja drehen, wie man will, aber wenn du dir den Finger schneidest oder wenn du Krebs hast, wollen wir sehen, wie du dann denkst. Wenn du wirklich erleuchtet bist, dann sagst du, ja, es ist, wie es ist, nicht? Und stirbst. Der Körper stirbt, du stirbst nicht. Keiner stirbt. Keiner stirbt, auch wenn du es nicht weißt. Auch selbst die ganzen Leute, die jetzt am Krieg fallen und wo getrauert wird, keiner stirbt von denen. Das ist alles nur, da können wir sagen, ja, und das ist gut, wenn wir dann in diesem Wissen gegründet sind, dass wir erkennen, dass wir die Wahrheit sind. Nicht durch leere Worte und sagen, ich bin die Wahrheit und alles ist Maya und alles ist Illusion, sondern wenn du in dir selbst realisiert hast, dass du es bist, wovon du sagst, ist alles Maya, also nicht die Maya, sondern dass du realisierst, dass du das reine Bewusstsein bist, dann gibt es für dich keinen Tod. Dann kannst du ruhig im Krieg sein und fällst nicht und stirbst. Dein Ego stirbt, mehr oder weniger. Wenn du noch Wünsche, fromme Wünsche hast und noch möchtest noch was erleben, eine Beziehung, eine Partnerschaft, Kinder oder was. Hallo Elena, ich denke gerade an dich, hör dich, sehe dich. Solange du noch Wünsche hast und möchtest eine gute Beziehung oder sonst was, ich meine jeden jetzt, nicht Elena, die auf dich bezogen allgemein, dann kommst du wieder, nicht? Und dann spielt das Spielchen, die Maya, wieder seine Rolle. Aber das zu durchschauen, weißt du, wenn du das durchschaust, dann bist du nicht mehr davon betroffen, du bist nicht mehr ein Opfer. Selbst wenn du im Krieg stirbst, bist du kein Opfer. Oder an Krebs stirbst, oder an Herzinfarkt stirbst, oder einen Schlaganfall kriegst. Das kann auch erwachen, erleuchten, alles passieren. Es ist nicht so, dass wir da gefeilt sind, wenn wir jetzt erleuchtet sind oder erwacht sind. Die Maya, die wirkt immer so. Das eine wirkt auf das andere. Nicht? Kann man sich drehen, wie man will. Nicht? Wenn ein Erleuchteter mit Liebe begrüßt wird und behandelt wird und so, dann kann man auch an dem Erleuchteten sehen, wie ihm das berührt im Herzen und wie er strahlt. Nicht? Das ist auch da, ist genauso Aktion-Reaktion, nicht? Wirkung. Und all die Erleuchteten, nicht, können wir sehen bei Ramana Maharishi, bei Krishna, bei Ramakrishna, meine ich, Ramakrishna, haben alle Krebs gehabt. Die haben trotzdem gestrahlt, weil sie wussten, und weil sie es gelebt haben. Die haben nicht diesen Körper gelebt, sie haben sich selbst gelebt. Und das Selbst ist nicht der Körper, ist nicht dieses Gedankenkarussell, was man da kreiert. Ist kein Objekt des Selbst. Also praktisch gesehen, jetzt in Bezug auf Ukraine, das war ja so mein Anliegen heute, in der jetzigen Situation, in der wir alle sind. Gut, wenn du dich nicht mehr mit deinem Körper identifizierst und dich nicht mehr mit deinem Wehwehchen identifizierst oder mit deinen Gedanken identifizierst, mit deiner Partnerin oder Partner identifizierst, nicht mit deinen Kindern identifizierst, dass du frei bist, einfach frei bist, dann ist das Leben lebendig und du lebst dich. Und wenn du dann die Nachrichten hörst vom Krieg,
Da gehst du nicht in den Kopf und machst dann eine Geschichte draus. Ja, die Russen, die Bösen, nicht? Und alles, was ich jetzt erzählt habe, auch. Das brauchst du gar nicht machen. Da brauchst du nicht vom Karma reden und brauchst nicht sagen, so, ich sterbe nicht, ich bin unsterblich, ich bin die Liebe, ich bin die reine Liebe, mir kann nichts passieren, ich bin die Liebe. Das brauchst du alles gar nicht sagen. Wenn du wirklich in dir selbst ruhst, dann ist es so, wie es Krishna dem Arjuna beschrieben hat. Indem er sagte, sei ohne den drei Gunas. Gunas sind Naturgesetze. Das heißt, wenn du über den Naturgesetzen stehst, ich sage das mal stehen, das ist immer so ein bisschen blöd ausgedrückt, so stehen und erreichen und sein und so, aber wir müssen ja irgendwie austauschen oder mitteilen. Wenn du über den Naturgesetzen stehst, wenn du nicht mehr der Handelnde bist, und du hörst jetzt diese Nachrichten im Fernsehen, guckst dir die Bilder an, siehst die Zerstörung von Häusern, von Leuten, sind über 50 Leute sind jetzt schon getötet worden, Zivilleute und auch Soldaten, eine ganze Reihe, einige Hubschrauber abgeschossen und so, Flugzeuge abgeschossen. Also, wenn du das so hörst, und wenn du, gerade auch wenn du jemanden da noch in der Ukraine hast, so, und Freunde und liebe Verwandte, vielleicht Kinder oder Eltern, und du bist in dieser absoluten Stille gegründet, was macht das mit dir? Das macht gar nichts mit dir. Weil dann trifft das ein, dass du ganz bei dir bleibst. Das kann durchaus sein, dass du, natürlich wirst du, wenn du Familie hast, da wirst du anrufen und sagen, mit ihnen sprechen und ihnen Mut machen und Kraft schicken. Aber du bleibst von all den Dingen unberührt. Das heißt, das ist nicht so zu verstehen, dass du eiskalt bist. Nein. Dein Herz ist viel lebendiger und wärmer und annehmender und umfassender und ganzheitlicher, als wenn du jetzt nicht in diesem reinen Bewusstsein gefestigt wärst. Aber es bleibt ruhig. Und deine Bewusstheit wird nicht von Ereignissen wie jetzt Krieg, Leiden, Probleme, Schwierigkeiten überlagert. Du bleibst völlig frei und triffst und machst auch Handlungen, die dann gerade in der Situation nötig sind, erforderlich sind, ohne Überlegung, ohne zu kalkulieren, mache ich dies, mache ich das. Alles geschieht in dem Moment, der gerade ist. Und dadurch unterscheidet sich jetzt jemand, der wirklich frei ist. Frei, wie Krishna sagte, sei frei von den drei Gunas. Weil die Dinge passieren. Und zum Schluss noch, zum besseren Verständnis, weil der Verstand, der versteht das nicht. Der will immer machen, so, muss planen und geht in Widerstand oder hat für und wieder und immer alles geht immer so hin und her. Kennen wir alle so, mache ich das und mache das, ist das besser, ist das schlechter, so, und das Ganze hin und her, nee, das will ich nicht, das mag ich. Das ist für einen ruhigen, gefestigten Geist überhaupt nicht da. All die Gedanken sind nicht da.
Und so hat der Krishna, das hat mich auch berührt, dem Arjuna gesagt, das passt jetzt auch zu dieser Kriegssituation in der Ukraine, bleibe ruhig, bleibe bei dir. Auch wenn du als Krieger deine Verwandten bekämpfen, töten musst, bleibe bei dir und verstehe, dass all die, die jetzt durch deine Hand, durch dein Pfeil und Bogen sterben werden, die sind schon gestorben. Puh, da musste ich damals, als ich das das erste Mal so hörte, musste ich auch ganz tief drüber nachdenken. Aber das ist so eine Weisheit, dass so viel Wissen und viele Leute sprechen auch ganz viel dafür, darüber, dass sie sagen, die Gedanken, die in dir erscheinen, ist schon längst Vergangenheit. Denk doch nochmal drüber nach, über diese Aussage von Krishna und Arjuna, weil ich glaube, das hilft uns ganz viel über unser eigenes Denken, unsere eigenen Handlungen. Dass wir verstehen, alles ist kosmisch. Wir sind nicht die Handelnden. Das sind nur die Naturgesetze. Und was machen wir? Wir sind die Ausführenden. Das ist der Auftraggeber, das Sein, die Stille, das Absolute. Und das drückt sich durch uns aus. Wir handeln im Auftrage von dieser Stille. Und jetzt möchte ich gleich noch einen Satz dazu sagen, weil das dann immer wieder gleich aufkommt. Ja, dann kann ich doch jetzt die nächste Bank knacken. Ich bin ja nicht dafür verantwortlich. Das ist so unser Geist, unser Verstand, diese Logik, so nicht? Ja, ich bin ja nicht der Handelnde. Könnte man glauben. Aber die Antwort dazu ist, wenn du in der göttlichen Stille, in deiner Stille, die du bist, in dieser absoluten Stille, in der Transzendenz gefestigt bist, dann bist du ja nicht mehr der Handelnde. Und wenn du nicht der Handelnde bist, dann wirkt das Göttliche, das Sein, das Absolute unmittelbar durch dich. Und das absolute Gott, der Auftraggeber, der tötet nicht, der handelt nicht gegen sich selbst negativ. Jede Art von Negativität kommt nur durch unseren Verstand, durch unseren Geist zustande, weil wir uns von Gott, von den Willen Gottes, von den Gesetzen, die Gott geschaffen hat, Gesetze, die das ganze Universum aufrechterhalten sollen, weil wir uns dagegen verhalten, das führt dazu, dass wir jetzt den Krieg in der Ukraine haben, dass wir die ganzen Umweltprobleme haben, all die Schwierigkeiten, dass du Kopfschmerzen hast, dass es dir nicht gut geht, dass du dieses oder jenes hast, dass du Probleme mit deinem Partner hast, all diese Dinge. Die geschehen nur dadurch, weil wir meinen, es besser zu wissen als Gott oder besser zu wissen als die Natur, besser zu wissen als das Leben. Das Leben ist perfekt, ohne Wenn und Aber. Aber wenn wir meinen, es besser zu können als das Leben, ja, dann haben wir das Problem an der Backe. Die Probleme an der Backe heißt, wir haben uns einfach von unserer eigenen Natur entfernt. Aber wir haben
Jederzeit, egal wie unser Denken heute ist, auch selbst wenn du heute, jetzt wenn du das Video siehst und gesehen hast, du sagst, boah, der Peter, der spinnt, das ist alles nicht wahr, ist alles eine Lüge, stimmt nicht, ich weiß es besser. Ja, das wird immer so sein. Der Verstand weiß es immer besser, das Ego wird es immer besser wissen. Aber egal, wie du denkst, wie du fühlst, irgendwann, wenn nicht heute, dann morgen oder übermorgen, wirst du erkennen, die Wahrheit, die du selbst in dir realisierst, und wirst erkennen, dass die Worte der großen Meister, von Maharishi, Gurudev, der heiligen Tradition, von Shankar, Krishna und all diesen Großen, wahr sind. Das wirst du mit absoluter Sicherheit sagen können, aber erst dann, wenn du es in dir realisiert hast. Die Worte werden dich vielleicht noch nicht überzeugen, aber ich kann dir nur raten und empfehlen, gerade in der jetzigen Situation, in der wir alle sind, schaue bei dir, gehe nach innen, wie auch immer, mit welcher Technik oder so, egal, schaue nach dir, gehe zu dir, gehe in die Transzendenz, erkenne, dass du die Wahrheit bist. Mehr ist nicht notwendig. Und alles andere, die Welt wird sich transformieren, wenn du in dir selbst realisierst, dass du die Wahrheit bist. Und wenn viele Leute das machen, dann wird das so stark sein, wie ich vorhin erwähnt habe, nicht mit diesem Maharishi-Effekt, mit dem kollektiven Bewusstsein, das wird sich total transformieren, wenn genügend Menschen das Gleiche tun, dasselbe tun, zu sich selbst gehen, in sich selbst realisieren, dass sie die absolute Wahrheit sind. Und dann haben wir den Himmel auf Erden. Und dann finden wir all diese Worte von all den großen Meistern, zum Buddha ist Jesus, Maharishi, all die großen Satsang-Lehrer, die sagen alles Gleiche, alle haben manchmal verschiedene Wege, aber alle Wege führen dahin zu einem Punkt, wo die absolute Wahrheit ist. Die Wege sind nur dafür, weil der eine Verstand hört über diesen Weg oder den Weg oder keinen Weg, die Meditation oder keine Meditation. Jeder möchte so sein Ego irgendwo zufriedengestellt bekommen. Ist auch gut. Jeder Verstand muss auf seine Weise zufriedengestellt werden. Wenn der Verstand nicht zufriedengestellt wird, wenn der Verstand immer zaudert und sagt, nee, das kann es nicht sein, kannst du die Wahrheit in dir selbst nicht realisieren. Deshalb ist das Wissen über die Wahrheit so wichtig, damit dein Verstand, so gut es geht, es nachvollziehen kann. Und wenn du dich dann darauf einlässt, und das ist die Voraussetzung, dein Verstand muss total zufrieden sein mit dem, was er gehört hat. Dadurch kann er loslassen, dadurch kann er im Frieden sein. Und wenn der Verstand im Frieden ist, dann kann erst das passieren, dass du transzendierst und in dir selbst die Wahrheit, die du bist und immer schon warst, realisierst. Wenn der Verstand Zweifel hat, wenn der Verstand Ärger hat, wütend ist, sucht, ist am Suchen und diskutieren und argumentieren und so, was wir alle erfahren, auch gerade in den spirituellen Szenen, alle ist nur im Denken, und keiner ist so wirklich zufrieden oder in der Ruhe, in der Stille mit seinem Verstand. Und da kann man sich in die Meditation hinsetzen und dann rattert das weiter, nicht? Und was hat er gesagt und was hat er nicht gesagt und so. Ich weiß es besser, mein Lehrer hat mir was anderes gesagt, darauf vertraue ich so und hier. Was so im Geist alles so abspielt, wie so ein Traum, nicht? Immer denken. Solange das Denken da ist oder Ziele und Wünsche da sind, kannst du 100 Jahre da sitzen, meditieren, du kommst nicht zu dir selbst. Kannst du machen, was du willst. Und deshalb ist das Wissen so wichtig, dass der Verstand
versteht. Und wenn der Verstand versteht und zur Ruhe kommt, dann passiert es automatisch, dass dein Geist, dein Verstand zur Ruhe kommt, dass du in die absolute Stille kommst und wo der Verstand verschwindet, wo das Ego verschwindet, wo es keinen Verstand, kein Ego mehr gibt, wo es dich nicht mehr gibt, dahin musst du erstmal kommen. Und wenn das passiert, dann weißt du, wer du bist. Und dann wird sich dein Verstehen, dein Lesen von spirituellen Büchern oder Hören von Meistern, ob das nun der Meister ist oder der Meister ist, alle sagen das Gleiche. Jeder sagt das Gleiche oder hat vielleicht diesen Weg oder jenen Weg. Der sagt, der eine sagt, mach dies, der andere sagt, mach das. So. Und du wirst überall in jedem Wort, in jeder Aussage erkennen, dass alle Meister, alle Wege zu dem einen Punkt hinführen, wo du bist, wo das Absolute ist, wo es kein Reden gibt, wo es keinen Gedanken gibt, wo es keinen Glauben gibt, wo es dich nicht mehr gibt. Und das passiert automatisch. Und wenn wir das in uns realisieren, dann tragen wir jeder das Maximum dazu bei, dass wir Frieden haben, dass die Welt wieder in Einklang kommt, dass die Welt, dass wir den Himmel auf Erden erfahren. Und jeder, wie ich gesagt habe am Anfang und immer wiederholt habe, jeder kann heute damit beginnen, seinen Teil dazu beizutragen, dass wir in diese kosmische Ordnung kommen, wo es keinen Frieden gibt, wo es keine Waffen gibt, wo es keine, auch selbst Krankheiten, jede Form von Krankheit ist ja nur ein Zeichen, dass wir nicht im Frieden sind. Aber das kann nicht jetzt der eine alleine machen, da müssen wir kollektiv ran und jeder trägt sein Päckchen oder sein Teilchen dazu bei, wenn er zu sich selbst geht, in sich die Wahrheit realisiert und dadurch inspiriert, er muss gar nichts machen, er muss nicht reden, muss keine Vorträge, er muss gar nichts machen. Einfach nur in sich selbst das Licht erfahren und das Licht erstrahlt durch seine Augen, durch seinen Körper, durch seine Zellen, alles, was er macht und denkt und fühlt und auch oder nicht macht. Gurudev, der war, was war der, bis zu seinem, ist mit 11 Jahren in den Dschungel gegangen, Himalaya, und ist mit 72 Jahren wieder rausgekommen, wurde Shankaracharya von Nordindien, der größte spirituelle Meister also von Nordindien. Und der war nur im Dschungel und hat aber das Licht in sich selbst realisiert und das Licht ist durch ihn ausgestrahlt, ohne dass er ein Wort gesprochen hat. Und genauso geht uns das auch, wenn wir in uns selbst das erfahren, was wir in Wahrheit sind. Und diese Qualitäten, die alle in uns sind, die wahre Liebe, Glückseligkeit, Intelligenz, unendlicher Reichtum, Freiheit, Unbegrenztheit, all das ist ja da in uns. Das müssen wir nicht erzeugen oder uns andichten oder gut reden oder so. Da müssen wir gar nicht drüber reden. Das ist alles da. Und wenn wir diese Qualitäten in unser Leben dann bringen, ohne dass wir es hinbringen müssen, es passiert einfach dadurch, weil wir in uns selbst realisieren, wer wir sind. Und dadurch werden wir dieses Bewusstsein, was wir da haben, wird so bereichert und so gefüllt mit all dem, was latent in uns selbst ist und kommt zum Ausdruck. Und dann für die wahre Liebe in unserem Herzen gespürt, gefühlt und gelebt und in die Welt getragen. Und wir sind es, die die Ordnung der Welt herstellen. Das sind nicht die Politiker, die jetzt da rumeiern und Gesetze machen und diplomatische Beziehungen anflechten wollen und dies und das auf der groben Ebene erreichen wollen. Auf der groben Ebene können wir überhaupt nichts erreichen. Nichts ist möglich auf der groben Ebene. Wenn wir etwas erreichen wollen, dann können wir es nur von dort aus machen, von wo alles entsteht. Die gesamte Schöpfung kommt nur aus der Stille des Seins.
Und wie wollen wir an der Oberfläche der Welt etwas verändern, wenn wir nicht mal wissen, wer wir selbst sind? Und wenn wir wissen, wer wir selbst sind, dann wirkt die Stille des Seins durch uns und schafft uns das göttliche Leben, den Himmel auf Erden. So, ich bedanke mich. Ich glaube, das war mal notwendig für mich selbst auch, das mal auszusprechen heute wieder. Das habe ich so lange nicht mehr gemacht. Diese Weltordnung, die wir selbst in der Hand haben durch unser Bewusstsein, dass wir mal davon runterkommen, von Kriegen, von Kämpfen, von Waffen, vom Militär und das ganze Gesundheitswesen, was wir haben, das alles an der Oberfläche ist eigentlich genau genommen eigentlich wertlos. Aber wenn wir nicht erkannt haben, wer wir sind, dann benutzen wir es natürlich auch und das hilft uns gewissermaßen auch. Aber dass die wahre Heilung, körperliche Heilung, geistige Heilung, soziale Heilung, Heilung von Kriegen, dass sie gar nicht mehr entstehen, dass wir vorbeugend etwas machen, indem wir einfach zu uns selbst gehen, das kann man nicht durch äußere Dinge erreichen. Da können wir noch so oft auf die Straße gehen, demonstrieren oder es gut heißen, es schlecht heißen und unser Ego da rauslassen. Wir können die Welt nur zu einer besseren Welt machen, indem wir in uns gehen, in uns erkennen, wer wir sind und diese Qualitäten, die wir alle sind, die wir alle haben, dass wir die leben. Und dadurch erlebt die Welt einen Aufschwung, den wir nie gesehen haben und uns das vielleicht gar nicht vorstellen können. So, ich bedanke mich ganz herzlich für euer Dasein, dass ihr da seid und lasst uns in Liebe wachsen. Lasst uns in unserem Bewusstsein wachsen, indem wir alle zur Quelle gehen. Und schickt das Video an all eure Freunde, die offen dafür sind, dass viele, viele Leute vielleicht einen Denkanstoß bekommen, vielleicht doch hier und da gewisses Interesse entwickeln, etwas mehr für die Welt zu tun, indem sie in sich selbst realisieren, wer sie sind. Ich freue mich auf euren Daumen. Es geht mir nicht um mich, es geht darum, dass wir eine Welle erzeugen, eine Welle von Gesundheit, von Kraft, von Frieden, der jetzt so wichtig ist, und dass möglichst viele Leute da mitmachen und auch zusammen meditieren. Nicht, wenn ihr zusammen meditieren könnt, wenn mit ihrem Partner zusammen meditieren könnt. Das ist so eine Hilfe, das ist im Quadrat. Die habt also, wenn du mit deinem Partner meditierst, dann seid ihr 2, 2 hoch 2 sind 4. Ihr habt die Wirkung von 4. Nicht, wenn 10 Leute zusammen meditieren, die haben eine Wirkung von 100. Nicht? Das ist so, das steigert sich so stark, dass wir, wenn wir in einer kleinen Gruppe sind, nicht, dass wir schon so viel mehr erzeugen können, als wenn wir alleine meditieren. Nicht? Das ist vielleicht auch nochmal als Hinweis ganz gut, gerade in der jetzigen Zeit. Wir müssen nicht erst ins Leiden kommen und jetzt mit den Heizkosten, die gehen alle hoch und so, nicht in der Leidenhöhe, die da auch drunter so. Das ist aber ist Peanuts, nicht? Das andere leiden nicht, wenn sie ihr Leben verlieren und alles nicht, aber das habe ich schon gesagt. Wir können im Grunde genommen nichts verlieren, aber solange wir uns identifizieren, leiden wir. Und aber dieses Leiden können wir reduzieren, indem wir erkennen, wer wir sind. Alles Liebe und Gute für euch. Jai Gurudev.